Drei Fragen an Stefan Thiel. Am Donnerstag hat das Stück Hold Someone Liable, Sperr deinen Chef ein, von Stefan Thiel Premiere im Loft. Der sitzt jetzt auch vor mir und wird uns drei Fragen beantworten. Erstens, worum geht's in deinem neuen Stück? Im neuen Stück geht es um Verantwortung und um Arbeitskampf. Verantwortung in all seinen Bereichen. Wofür ist man verantwortlich? Wo trägt man verantwortlich? Wer ist verantwortlich für meine persönliche Situation, für mein Leben? Und das Ganze wird aufgehängt an einer Situation, wo Arbeiter eines Werkes, das beschlossen werden soll, ihren Manager im Büro einsperren, um zu erzwingen, dass der Betrieb erhalten bleibt, dass das Werk nicht geschlossen wird und dass sie einfach weitermachen können. Sie kämpfen um ihren Arbeitsplatz mit sehr unorthodoxen Methoden sozusagen. Was denkst du, für wen ist das was? Das Stück ist für alle, die sich Gedanken darüber machen, wie geht es in meinem Leben weiter, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wie kann ich agieren? An wen kann ich mich wenden? Wer ist verantwortlich für die schwierigen Situationen in unserem Leben? Gibt es einen Verantwortlichen oder bin ich selber für alles verantwortlich? Ist Gott verantwortlich oder der Arbeitgeber? Wer sitzt an den richtigen Stellen der Macht? Und die letzte Frage, wie ist dein persönliches Verhältnis zu derart radikalen Aktionen im Arbeitskampf? Ich bin da sehr zwiegespalten, ich beschäftige mich jetzt sehr lange damit. Ich finde die Aktion der Arbeiter sehr sympathisch, wüsste aber selber nicht, ob ich mutig genug wäre und ob mein Rechtsempfinden das zulassen würde, zu solchen Maßnahmen zu greifen. Dankeschön. Am Donnerstag Premiere von Hold Someone Liable, Sperr deinen Chef ein im Loft. Wieder am Samstag und Sonntag, Karten unter www.loft.de oder 0341 355 955 10. Tschüss, Stefan. Tschüss.